Moin Freunde, heute geht es weiter mit den Depot-Rows. Wir rösten das Depot vom Florian. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja, und hier kommt erstmal die Nachricht hier vom Florian. Ich lese ihn natürlich wie immer einmal für alle vor. Hey, ich bin 29 Jahre alt und habe im vergangenen Jahr mein bisheriges Depot World und Emerging Markets, beides wahrscheinlich hier thesaurierend, komplett aufgelöst und neu ausgerichtet. Hier habe ich den Broker gewechselt, um auch Gebühren zu sparen. Dazu Hinweis, also bei den meisten Direktbanken kann man natürlich auch gerade hier die Basis-ETFs gebührenfrei besparen, kaufen, das ist natürlich eine andere Sache. Okay, gucken wir aber weiter. Ich hoffe, er hat dabei nicht alle Daten gelöscht, weil das wäre natürlich cool, wenn er die trotzdem übertragen hat, dass man diese Renditen mitnimmt, ne? Also auch wenn das beim anderen Broker war. Ich habe festgestellt, dass auch mein Interesse an Einzelaktien geweckt wurde. Ausschüttungen gut tun, motivieren und mir die Freiheit geben, frei darüber zu verfügen, ohne Anteile verkaufen zu müssen. Auf jeden Fall, du hast natürlich dann die Möglichkeit zu entscheiden, was du als nächstes kaufst. Ich wollte bis ca. 15 Aktien hinzufügen, Aktien für die Ewigkeit aus verschiedenen Branchen, Blue Chips mit soliden Geschäftsmodellen, keine sinnlosen Trades, Hoffnungskäufe wie in meinem vorherigen Depot. Als Basis fungiert mein World, nun aber ausschüttend auf Emerging Markets verzichte ich bewusst. Ja, schade, die Hoffnungskäufe und Trades, die wären natürlich auch spannend gewesen, wenn die mit dabei gehabt hätten. Gibt natürlich dann so ein bisschen runderes Bild, aber natürlich, wir gucken auch nur den Neuanfang an. Dividenden werden immer wieder angelegt. Dividenden sind schön, aber liegen nicht in meinem Fokus, weshalb ich hoch ausschüttende Titel meide. Okay, beißt sich, finde ich, ein bisschen mit dem Satz hier oben, aber gut, it is what it is, Freunde. Dividendenwachstum ist mir wichtiger, okay. Monatlich werden die Sparpläne ausgeführt, gegebenenfalls Nachkäufe bei besonders gefallenen Kursen. Daher eine große Position Vonovia als Turnaround, das gucken wir uns gleich mal an, welche ich vorerst nicht mehr nachkaufe, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Derzeit ist mein neues Depot relativ frisch, würde mich aber über einen Depot-Roast freuen und bin auf die Meinung der Community gespannt. Viele Grüße, der Florian. Dann schauen wir da mal gemeinsam rein. 11.650 Euro hat er hier, eine Asset Class, wahrscheinlich also nur Aktien und ETFs, 15 Holdings, 11.650 Euro, hier seit 9.8. scheinbar dann hier dabei, wir gucken einmal kurz, genau, also leichtes Kursplus von 93 Euro, hier schon mal 160 Euro Dividenden, gibt dann hier die Rendite, bisschen Steuern, bisschen Gebühren, das alles nicht so wild, hier in Summe 243,90 Euro im Plus, aber wie gesagt, das läuft jetzt auch noch kein Jahr. Ja, zwischendurch hier schön im Minus hier, da einfach mal 20% im Minus. Ja, hätte man da mal gekauft, aber hätte Fahrradkette, das bringt auch keinem weiter. Wir gucken gleich mal in die Analyse hinein, sehen hier den Vanguard FTSE Developed World, also hier solider Basis-ETF. Was will man dazu sagen? Also hier natürlich dann nur Industriestaat, Emerging Markets sind hier raus, 54%. Ja, was will man dazu sagen? Wir gucken mal in den ETF kurz rein. Wir haben ja sonst eigentlich immer nur den Vanguard FTSE All World. Deswegen schauen wir hier mal zusammen in die Top-Positionen, dass ihr mal seht, was da so drin ist. Und dann sehen wir eben hier so Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Alphabet, also A und C natürlich, Exxon, United Health, JP Morgan. Also hier so ein bisschen die Klassiker. Und nach den Ländern sehen wir eben, da sind eben sonst, ja, es ist so ein bisschen wie der MSCI World, wenn man so will, ne, von der Länderverteilung hier. Also ganz interessant, eben wie gesagt, die Vanguard-Variante. Dann sehen wir Vonovia mit 10,7%. Da kriege ich schon ein bisschen Falten im Gesicht vor Freude. Wäre mir viel zu hoch gewichtet. Er hat aber auch gesagt, er wollte hier bewusst den Nachkauf suchen als Turnaround. Okay, will jetzt erstmal nicht besparen. Gut, komm. Dann nachher mit dabei Thermo Fischer, United Health, Microsoft, Apple, Alphabet A, Johnson & Johnson, Visa, PepsiCo, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, Hannover Rück. Also, ja, was will man jetzt dazu sagen? Ne? Zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Aktien. Also hält auch seine Zielwerte ein mit 14 Titeln. Was man jetzt natürlich immer kritisch fragen muss, wie sinnvoll ist es jetzt hier Microsoft, Apple, habe ich hier hochgewichtet, ne? United Health wird hier, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf, waren sie in den Top 10 dabei, sind auf jeden Fall in den Top 20 dabei, hier in den Top 20 dabei, hier auf jeden Fall auch im oberen Bereich dabei, genauso, wahrscheinlich hier eher in den Top 50, Top 80 noch, aber es sind natürlich alles Werte bis auf die Hannover Rück, die auch hier sehr hochgewichtet sind, ne? Kann man trotzdem dazu nehmen, so ein bisschen Stockpicking noch, aber einfach mal gesagt, das sind natürlich Werte, die auch hier in diesem ETF eher top mit dabei sind. Vonovia sticht hier so ein bisschen raus,
Ansonsten, ja, das Depot ist natürlich hier sehr, sehr US-lastig. Ich denke mal in Summe dann eher so 70%. Gucken wir mal drauf. Ja, hier 67%, 67,4%. Deutschland eben mit 13 durch. Vonovia noch mal ein bisschen höher dabei. Wenn ich mir das so angucke, würde ich eher dazu tendieren. Wobei, wenn ich jetzt LVMH rausziehe, das ist auch ein Wert oder Novo Nordisk, die natürlich hier relativ hoch schon drin gewichtet sind. Ist natürlich schwierig. Vielleicht kann man sich es dann sogar noch einfacher machen und alles hier drin belassen. Oder eben nochmal, vielleicht von den Werten ein bisschen diversifizieren. Werde mal einen Wert aus der zweiten Reihe raussuchen. Ne? Ich zum Beispiel bin ein großer Freund von Houlihan Lokey. Denke auch, dass die langfristig hier so einen Index outperformen können. Vielleicht auch nochmal nach sowas suchen. Aber grundsätzlich von diesen Werten, ja, pff, ich fühle mich, Vonovia ist jetzt hier der kritischste Wert, hat er selber gesagt, als Turnaround. Bei den anderen, vielleicht ist es da Coca-Cola, vielleicht McDonald's. Also dann sehen wir, auf welchem Niveau wir hier grundsätzlich diskutieren. Das ist alles sauber, das ist natürlich alles in Ordnung. Thema Stockpicking, Nachkauf und Korrekturen nutzen. Da wollen wir natürlich nochmal gucken. Hier grundsätzlich, ja, so mal 6% im Minus, okay. Das sticht natürlich raus mit den 15% hier im Minus. Und da hat er sich natürlich so ein bisschen auch ins Knie geschossen. Die Frage ist natürlich, wann kaufe ich nach? Und das hat er hier auch gesagt, bei besonders gefallenen Kursen. Wann finde ich den Zeitpunkt zum Nachkaufen? Wir machen es mal anders. Also ich habe Vonovia schon mal aufgemacht, weil ich natürlich mir auch gesagt habe, das schauen wir uns näher an. Und sehen hier, er hat nachgekauft am 5.9. hier mal 25 Euro Sparplan, 14.9., 27.9. da den Großteil der Position, dann nochmal am 29.3. Da wollen wir mal ein bisschen schauen, wann er das dann so gekauft hat. Das eine war jetzt also im September. Ne, sehen wir also im September hier reingekauft und dann jetzt zuletzt im März. Grundsätzlich müssten wir jetzt ja mal gucken, was zu dem Zeitpunkt war. Und zu dem Zeitpunkt September kann ich sagen, da hätte ich so nicht reingekauft. Ich sage auch gleich warum. Wir sehen hier, die Aktie fällt, die Aktie korrigiert und wir sehen hier zero Anzeichen für Bodenbildung. Es hat ja zuletzt auch jemand gefragt unter dem Roast vom Pascal, wann würde ich denn dann eigentlich so einsteigen, kaufen, würde ich das Ganze machen? Hier würde ich es auf jeden Fall nicht machen, weil hier sind wir in einer aktiven Korrektur. Ich gucke mir das jetzt hier gerade auf Wochenbasis, diesen Chart an und sehe eben hier an der Stelle, jetzt muss ich mal, da ist mein Tool, hier war das High und dann bilden wir hier eben eine Runde, Entschuldigung, ich muss mal hier den Stück, machen wir mal gelb hier. So, nach kurzen technischen Problemen sind wir wieder da. Also, wir zeichnen nochmal ein, wann er gekauft hat. Er hat einmal hier in diesem Bereich im September gekauft und dann nochmal hier. Jetzt müssen wir uns erstmal dahin zurückversetzen, dass wir zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wussten, was passiert. Wir gucken jetzt mal hier in den Chart rein. Und zu diesem Zeitpunkt sehe ich eben, dass die Aktie in der Korrektur hier befindet. Ne, sie bildet tiefere Tiefs aus und eine Reihe von tieferen Hochs. Und das Ganze ist hier einfach nicht gestoppt. Und da kaufe ich jetzt rein. Und das ist für mich was, da würde ich sagen, das mache ich nicht, weil ich sehe hier jetzt aus technischer Sicht, bitte, wie gesagt, ihr müsst euch nicht an die technische Analyse halten. Ich erkläre hier nur einmal, wie ich es machen würde. Hier kaufe ich ein fallendes Messer. Hier würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass die Aktie noch weiter korrigiert. So, es ist natürlich jetzt leicht zu sagen, ja, das hat sie hier auch an der Stelle gemacht. So, ich würde jetzt natürlich warten, bis ich hier Zeichen einer Bodenbildung sehe. Jetzt könnte man hier natürlich überlegen, dann ging die Aktie so weiter, dann geht es hier wieder ein bisschen aufwärts und letztendlich kommt hier das tiefere Tief. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt mache ich nochmal meine Linien, die ich reingemalt habe, weg bis auf seine Kaufzeitpunkte. Einen Moment. Zu diesem Zeitpunkt könnte man jetzt natürlich hier sagen, naja gut, vielleicht geht es hier wieder aufwärts, vielleicht hat sich hier der Boden gefunden. Ja, okay, wenn man jetzt hier gekauft hätte, könnte ich noch nachvollziehen, den richtigen Boden sehe ich nicht. Beziehungsweise ich würde es dann hier sehr offensiv auch sehen, würde vielleicht mit dem Stop arbeiten, wenn ich jetzt sage, okay, sieht nach Bodenbildung aus, ich kaufe dann zum Beispiel hier rein oder kaufe hier rein, dann würde ich mir eben auch einen engen Stop an der Stelle setzen und zum Beispiel sagen, wenn ich eben hier unter dieses Niveau komme, ne, je nachdem, ne, kann man überlegen oder 10% unter meinem Einstieg, steige ich erstmal wieder aus, gucke, wie es weitergeht. Den safen Spot haben wir natürlich erst hier, wo der Trendwechsel dann gewesen wäre. Ne? Das ist auch völlig klar. So, und dann lief es eben noch ein bisschen weiter. Dann hat er nochmal unten nachgekauft. Und da muss man sagen, das war natürlich jetzt ein richtiger Zeitpunkt, aber auch durch Zufall. Auch hier haben wir noch keine Zeichen für Bodenbildung. Momentan würde ich jetzt sagen, wir haben einen Indikator dafür, dass ich im Boden finden könnte, weil die Aktie sich jetzt zumindest hier die letzten 3, bald 4 Monate seitwärts bewegt hat und eben auch dieses Kursniveau nicht mehr unterschritten hat.
Das ist immer noch kein finaler Boden. Das würde sich natürlich hier deutlich besser zeigen, wenn wir zum Beispiel hier noch mal ein paar Monate dranhängen. Je länger sie sich hier bewegt, desto eher ist es ein Zeichen für Bodenbildung. Wenn wir eben dieses Niveau hier zum Beispiel überschreiten, weil dann haben wir den Trendwechsel eben von Korrektur, von abwärts auf neutral. Oder wenn wir eben so ein klassische Form von Bodenbildung hätten, zum Beispiel hier das Doppeltop, aber auch das Doppeltop wäre, wir hätten hier ein tieferes Tief, ne, tiefer, dann wieder das Hoch dazu, das tiefere Tief und würden dann eben dieses Niveau überschreiten, letztendlich auch nur eine Form des Trendwechsels. Also das wäre das, wie ich dann bei solchen Turnarounds vorgehen würde. Eher ein bisschen warten. Natürlich erwischt man damit in der Regel nicht den tiefsten Punkt, aber sind wir mal ehrlich, den erwischt man eh kaum. Dafür hat man eben aber auch weniger Risiko aus meiner Sicht, hier dann einfach zu früh einzusteigen, nochmal ein bisschen ins Minus zu rauschen. Einfach mal als Beispiel genannt hier Stanley Black & Decker. Da können wir das natürlich auch schön sehen. Auch hier sind wir wieder im Wochenchart. Hier sind wir in der Korrektur gewesen. Ne? Ging schön nach unten und dann hier letztendlich den Doppelboden gebildet. Einmal überschritten und damit hier vom Trend auf neutral. Das heißt hier Indikator für die Bodenbildung. Ähnlich natürlich auch zum Beispiel hier bei Digital Realty Trust. Da könnt ihr es noch besser sehen. Ne? Wir kommen hier aus dieser Korrekturbewegung. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Hier bilden wir dann den Doppelboden. Kommen drüber und auch hier Indikator dafür, dass die Korrektur abgeschlossen ist. Wohlgemerkt, aber auch das muss man fairerweise dazu sagen, das ist nie eine hundertprozentige Garantie. Einfach hier mal kleine Ergänzung, kleiner Exkurs, wie ich bei solchen Werten vorgehen würde. In Summe, an dem Depot habe ich wenig zu meckern, außer hier vielleicht so den bisschen zu offensiven Einstieg. In Gänze ist Vonovia natürlich aber trotzdem solides Unternehmen. Sie haben den Immobilienbestand dazu und da gibt es deutlich schlimmere Turnaround-Werte. Also hier natürlich, das wird sich auch aus meiner Sicht in ein paar Jahren erholen, spätestens wenn die Zinsen wieder gesenkt werden. Ja, dazu wie gesagt, grundsolide Werte. Das Einzige, was man eben überlegen könnte, ob es so sinnvoll ist, dann hier so die Top 10, Top 20, Top 50 Werte aus diesem ETF nochmal einzeln zu haben. Wenn man aber davon ausgeht, dass die eine Outperformance erzielen, dann kann man das sicherlich so machen. Ja, mein Abschlussfazit zum Depot. Eigentlich habe ich das gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Solide Titel. Ich würde nochmal so ein bisschen an Details arbeiten, wie den Einstiegszeitpunkt. Wir haben ja gerade den kleinen Exkurs gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, grundsolide. Es ist ein langweiliges Depot. Langweilig heißt aber auch nicht schlecht. Damit kann man gut schlafen. Ziel ist erreicht mit den Blue Chips. Passt alles. Also, ich finde es gut. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Freunde. Ciao. Tschüss.